Dann wollen wir mal gucken. Ja, könnt ihr wenigstens auch noch mal ein bisschen den Mod sehen. Das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendwo verdammt noch mal unser Land sein. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das ein anderes Eisbiom hier ist. Oh, guckt mal da. Ja, das war doch das versunkene Schiff. Ich bin komplett verwahrlost einfach. Ich raff gar nichts mehr. Das ist nicht das. Das ist ein anderes. Da könnte aber auch ein Schatz drin sein. Komm, wir gucken mal kurz. Ob wir hier einen Schatz finden. Wobei das Problem ist. Oh mein Gott, ja, Mann. Und Lapislazuli. Smaragde. Eisen. Ich würde gern raus, Hilfe. Ja, nice. Hopp. Immerhin etwas. Aber ich würde jetzt auch gern zurück nach Hause finden, um ehrlich zu sein. Aber das kann doch alles nicht sein. Das passt alles nicht zusammen. Ich sollte mich vielleicht nicht noch weiter entfernen. Das Ding ist aber, hier komme ich auch gar nicht durch. Ich fahre lieber außen rum. Oh, guck mal. Das ist blauer, das Eis, als das andere. Was bedeutet das? Härteres Eis? Ich muss einfach dieses Gebiet hier umsegeln. Weil also ich glaube eigentlich, das ist das gleiche Biom, oder? Oder meint ihr das echt ein anderes? Aber das wäre schon krass, oder? Wäre schon eigentlich ein krasser Zufall. Hm. Wenn ich versuche jetzt einfach zurück zu dem Fichtenwald zu gehen, dann muss ja da irgendwo falsch abgebogen sein. Da ist auch wieder Sumpf. Das ist doch alles verdächtig. Hm. Huch, aber hier sieht es total unvertraut aus. So, ups. Ich schippe mal in die Richtung hier. So, hier ist Land. Okay, komm, dann lassen wir das Boot mal hier zurück. Ja, zack. Huch. Nein! Oh. Und geh nochmal hier an Land. Aber auch hier ist nicht der Fichtenwald, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie dahin. Und deswegen gehe ich jetzt hier lang. Och nö. Was mache ich denn jetzt? Hier ist einfach noch ein Dorf. Ich drehe durch. Tja, vielleicht sollte ich einfach alles hinter mir lassen und komplett neu beginnen. Vielleicht ist das einfach die Botschaft, die mir hier übermittelt wird. Moin, Jungs. Also das ist auf jeden Fall die völlig falsche Richtung hier. Dennoch ist es hier schön. Die Miezis sind hier. Aber ich würde sagen, wir versuchen mal eher wieder in die Richtung. Denn ich würde doch schon ganz gern nach Hause finden. Allerdings bin ich mir mit meinem Haus doch auch nicht mehr so sicher, weil ich da dauerhaft von diesen Bastarden angegriffen werde. Das schmeckt schon nicht so. Muss ich euch ehrlich gestehen. Er ist halt mein Boot zurückgelassen. Muss ich mir im Zweifelsfall ein neues machen. Wenn ich überhaupt jemals wieder zurückfinde. Ich will halt jetzt nicht fliegen. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann habe ich halt einfach Pech. Ist hier noch ein Schiff? Ah ja, sehr nice. Da kann ich dann nochmal nach dem Schatz graben, oder? Was anderes. Vielleicht sollte ich auch erstmal was essen. Huch. Vielleicht finden wir hier noch einen Schatz. Wobei irgendwie
Irgendwie sieht's. Ja, da. Okay, die Kohle nehme ich mit. Das würde ich eventuell statt den Federn mitnehmen. Seltsame Suppe. Habe ich das richtig gelesen? Ja, Digga, die pfeifen uns doch gleich mal rein, oder? Was habe ich gekriegt? Sprungkraft. Hui. Sehr cool. Hätte mich jetzt natürlich auch töten können. Ich bin halt hier im nächsten Schneegebiet und es ist nicht das, was wir brauchen. Aber da hinten ist wieder der... Da hinten ist wieder, glaube ich, der Wald, wo wir herkamen. Und ich werde jetzt einfach mal so in die Richtung gehen, weil das fühlt sich irgendwie richtig an. Aber ich behalte die Schüssel mal, ganz ehrlich. Wobei es wahrscheinlich so einfach herzustellen, ne? Das 3 Holz oder so, wie ein Eimer wahrscheinlich. Kriegt man halt eine Schüssel. Weil ich habe das Gefühl, die Richtung müsste unsere Richtung sein. Ich habe das gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber es fühlt sich einfach so an, als wäre es so. Und ich hoffe einfach, dass es auch wirklich so ist. Mal schauen. Mal schauen. Ich kann ja mal hier ein bisschen, können wir mal die schöne Natur genießen. Bevor wir uns ins Unheil stürzen und für immer verlaufen werden. Das Ding ist, müsste da oben nicht irgendwie das, das Ding sein? Das Dorf, in dem wir waren? Das sieht schon cool aus, ne? Ich bin sehr, sehr unsicher, um ehrlich zu sein. Scheinbar ist es aber nicht da oben. Ich meine, hier ist es schön, auch so mit diesem ganzen Schnee, das hat schon was. Aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Aber da hinten kommt der Fichtenwald, oder? Und was ist das da Riesiges? Oh mein Gott. Was ist das? Ist das ein Baum? Nein, das ist schon wieder irgendein anderes Biom, oder? Eins, das ich nicht kenne. Eins, wo ich definitiv nicht herkam. Oh je. Was ist das? Oder ist das wieder Eis? Ja, ich mein's ernst, was ist das? Hab das noch nie gesehen. Kann ich einfach schlafen in der Hoffnung, dass kein Monster kommt und mich einfach tötet? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich glaube, ich habe mich endgültig komplett verlaufen. Oh, was ist das hier? Auch wieder Eis, aber irgendwie anders, ne? Ja, machen wir halt mal eine kleine Reise. Ist doch auch schön. Wahrscheinlich kommen wir nie wieder da an, wo wir herkamen. Ich meine, man muss ja auch mal was erleben. Oh Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Das, was ich im Gefühl hatte, war nicht richtig. Ich hoffe einfach, dass wir hier hinten rum irgendwie wieder nach Hause kommen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich bin mir da sehr unsicher. Bin mir da sehr, sehr unsicher. Schon wieder Kürbisse. Na toll. Die lass ich jetzt aber mal leben. Hier waren, ich bin komplett, ich glaube, ich bin komplett am Arsch. Bin komplett weg von allem. Oh Mann. Schön, wie ich jetzt einfach 10 Folgen versuche, oh Gott, wieder nach Hause zu finden. Ja, vielleicht muss ich damit leben, dass ich nie wieder nach Hause finden werde. Weil hier ist da noch Fichtenwald. Fichtenwald fühlt sich irgendwie richtig an. Wir kamen durch den Fichtenwald. Und da wird der Fichtenwald zum normalen Wald? Nee, wird er nicht. Oh je, Leute. Oh Mann. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was ist das da?
Ja, das auch. Das ist so eckig. Ist es nur... Oh, nicht da runter. Natürlich. Ja klar, dass ich hier reinfalle. Das sieht so komisch aus. Ja, ich glaube, ich kann mich von dem Gedanken, zurück nach Hause zu finden, verabschieden. Hier schon wieder ein Eisbiom. War auch nicht unseres. Ja. Was lernt man daraus, liebe Leute? Nicht einfach in irgendeine Richtung laufen. Sei denn, dieses Biom ist jetzt das, wo wir herkamen. Gebt die Hoffnung nicht auf, wie ihr es vielleicht merkt, aber ich habe kein gutes Gefühl. Oh Mann. Ja, vielleicht. Da ist hier jedenfalls Land. Oder bin ich jetzt wieder da, wo ich angefangen habe gerade eben? Das wäre auch irgendwie geil, ne? Tja, vielleicht sollen wir einfach zu neuen Ufern. Vielleicht ist es einfach das, was passieren musste. Kann ich es eigentlich mit Wasser füllen? Nö. Ich glaube, wir sind echt da, wo ich herkam, ne? Da müsste doch unser Boot eigentlich irgendwo hier sein. Also schwimmen ist schon echt mies nervig. Dann tauche ich halt wieder unter, dann geht es ein bisschen schneller. Ah, ich bin halt wieder Level 24 inzwischen. Ja, das Level steigt. Aber ich sehe hier nirgends mein Boot. Na gut, Leute, ich habe mich damit abgefunden. Da ist aber wieder Fichtenwald. Bin ich vielleicht doch auf dem richtigen Weg? Ich bin tatsächlich wieder da, wo ich angefangen habe. Oh mein Gott, wie geil. Ey, wisst ihr was? Aber da mache ich jetzt einfach Folgendes. Und zwar gehe ich zu dem Fichtenwald da hinten. Lade mich kurz hier durch. Hiermit geht das tatsächlich schneller. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ich gehe wieder zu dem Fichtenwald da hinten und versuche wirklich noch nach Hause zu finden. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe noch nicht aufgegeben. Vielleicht finden wir ja noch was Cooles oder wir finden was anderes und sagen uns, ja komm, bleiben wir doch hier. Aber ich hätte halt gern meine Wertsachen, so traurig das klingt, auch wenn es nicht viel ist. Ich hätte gern diese Sachen. Einfach, ja, um nicht so nackt zu sein. Ich meine, ich habe jetzt auch Sachen, wahrscheinlich bessere sogar, als ich hier hatte. Aber ihr wisst was, ich meine, ich hätte meinen Kram irgendwie gern wieder so. Ich gehe jetzt mal in die Richtung hier einfach. Wenn ich einfach nur in die Richtung gehe, kann ja nicht viel passieren. Dann kann ich ja zur Not wieder zurück. Ne? Sag ich es einfach mal. Und da ist halt das nächste Eisgebiet und vielleicht ist das doch tatsächlich unseres. Wisst ihr, wie ich meine? Weil so weit waren wir doch gar nicht gelaufen. Oder ist halt einfach wieder irgendeins. Und ich sagte, ich laufe nur in die eine Richtung, habe mich jetzt schon zweimal gedreht. Oh Mann. Moin Jungs. Mal schauen, wo uns der Weg hier hinführt. Das sieht auf jeden Fall auch ganz schön deep aus. Aber hier ist ja auch kein Fichtenwald. Bei unserem Biom war ja Fichtenwald. Tja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe es wieder getan. Ich habe es einfach wieder getan. Naja, ist nicht so schlimm. So langsam, wie gesagt, finde ich mich damit ab, dass ich nicht mehr zurück nach Hause finde. Das bedeutet, ich versuche mein Glück jetzt hier nochmal. Aber ich glaube, dass wir uns leider verlaufen haben. Da hinten ist Sumpf.
Oh mein Gott, wenn das unser Biom ist. Ich dreh durch. Ich meine, nein, das ist das, wo wir vorhin waren, was connected ist mit dem Sumpf, ne? Boah. Ja. Okay, RIP. Okay, kompletter RIP. Rippy Kompletti. Wie es auf Italienisch heißt. Ja, dann, was soll ich sagen? Geh einfach mal in den Sumpf. Vielleicht ist es ja unser Sumpf. Könnte doch sein, oder? Nein. Könnte auch sein, dass wir von da hinten gekommen sind, einfach. Mann, mein Essen wird knapp. Besser gesagt, es ist leer. Kann Kürbis eigentlich einfach essen? Ich glaube nicht. Muss man Kuchen draus machen. Es wird gleich schon wieder dunkel. Eigentlich kann das hier nicht richtig sein, wenn wir mal ehrlich sind. Hallo. Ich bin hier, um dich zu töten, denn mein Fleisch wird knapp. Das ist schön, wie die fliegen. Oh. Wer bist du denn? Oh, Pilze, daraus könnte ich mir Pilzsuppe machen. Das Leder brauche ich eigentlich nicht. Tja. So sieht's wohl aus jetzt. Habe ich mich wohl verirrt. Naja, wenigstens haben wir ein paar Pilze. Oh mein Gott, ein Hexenhaus. Ups. Ja gut. Das ist jetzt nicht so geil, wenn es Nacht wird. Da sollte ich mich lieber vom Acker machen. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir gleich einfach irgendwie bei uns zu Hause so rauskommen. Das wäre so geil. Ich würde es so feiern, aber es ist eigentlich unmöglich, dass das passiert, wenn wir mal ehrlich sind. Auch wenn das irgendwie alles so vertraut aussieht, Schildkröten. Okay. Es wird gleich wieder Nacht, das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwo mein Lager aufschlage. Ja, vorher würde ich gern noch das Meer hier hinter mich bringen. Das sieht irgendwie alles so nach Heimat aus, wisst ihr, was ich meine? Aber es kann eigentlich nicht sein. Ich benutze es einfach als Blöcke, ist mir egal. So, hier ist halt Hexen-Area. Sieht irgendwie so nach Heimat aus. Diese zerklifften Berge. Aber eigentlich kann es hier nicht richtig sein. Aber wer bin ich, das zu sagen? Ich laufe hier seit 2 Stunden gefühlt rum und habe keine Ahnung, wo ich bin. Sieht schon sehr geil aus, wie durch dieses Loch da die Sonne durchscheint, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, das Wasser hier ist auch sehr klar. Ich würde so in die Richtung gehen. Und erstmal an Land. Ja, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Dann finden wir ihn nicht mehr zurück. Auch nicht so dramatisch. Ich sollte mir nur vielleicht kurz... ganz kurz... Wie macht man sich denn jetzt einen Räucherofen zum Beispiel? Wie mache ich mir Ofen? Ja, Ofen ist klar, aber wie mache ich mir einen Räucherofen? Herstellbares wird angezeigt. Weil ein Räucherofen würde mir halt gerade schon helfen, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche es erstmal noch ohne mir Fleisch zu braten. Ich weiß halt nicht, was man außer den Pilzen braucht, um sich eine Pilzsuppe zu machen. Der Pilz so eine Schüssel, reicht das oder brauchen wir noch irgendwas anderes? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch eine Menge Pilze sind.
Das werden wir mal ausprobieren. Das. Ach so. Jetzt haben wir einen Webstuhl. Oh mein Gott. Was gibt es bitte alles? Kann ich nicht einfach. Schlüssel. Hey, das geht wohl nicht. Okay, war ja ein Versuch wert. Nach dem Ereignis mit der Milch letztes Mal.